Hallo ihr Lieben, auf geht's in ein neues Video. Heute mit einem aufgebraucht Video und zwar zeige ich heute euch alles, was ich aufgebraucht habe im Monat November. Ja, der Monat ist schon wieder rum, also ich finde es immer erstaunlich, wie schnell das geht. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie wenig ich diesen Monat tatsächlich aufgebraucht habe. Also ich wünsche mir auf jeden Fall für Dezember ein wenig mehr. Und mir macht das Aufbrauchen wirklich Spaß. Für mich ist das wirklich eine Bereicherung, weil mir dadurch halt auch immer wieder bewusst ist, was benutze ich und was darf ich vielleicht hier und da etwas mehr benutzen, weil ich finde, auch Make-up-Produkte sind da, um sie auch aufzubrauchen, weil alles hat irgendwann so ein gewisses, ja, Enddatum, ja, auch mit den Texturen und so weiter. Also mir ist das immer sehr, sehr wichtig. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, liked auf jeden Fall dieses Video. Dann erkenne ich später nämlich, ob euch dieses Format gefällt. Auch nochmal für alle, die mich nicht kennen. Ich heiße Heike. Ich liebe Make-up. Ich liebe Konsistenzen. Ich liebe es, mit Farben zu spielen. Auch wenn ich heute sehr, sehr kühl unterwegs bin. Aber ich habe das heute so gefühlt. Dieses sehr neutral, kühl und dunkle. Irgendwie ist mir heute danach, obwohl heute tatsächlich die Sonne scheint. Also ja, manchmal ist das so. Auf jeden Fall gibt es bei mir natürlich nicht nur Aufgebraucht-Videos, aber ein Aufgebraucht ist immer eine gute Sache. Es wird jetzt diese Woche Sonntag auf jeden Fall höchstwahrscheinlich ein Make-up-Haul geben. Und jetzt in den kommenden Tagen auf jeden Fall das Buy-or-Buy-Video, was ich ja letzte Woche, also eigentlich diese Woche schon zeigen wollte, aber ich habe es echt nicht geschafft. Deshalb seid mir da echt nicht böse. Es kommt auf jeden Fall. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Mal sehen, vielleicht filme ich das gleich danach noch. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Das erste, was ich euch zeige, ist hier diese Reinigungsmilch von Isana. Die kaufe ich mir immer gerne nach. Ich mag die auch wirklich super, super gerne. Die holt da wirklich alles runter. Und ja, ich mag die Inhaltsstoffe hier gerne. Und ich vertrage das echt alles total gut. Also tolles Produkt für wenig Geld. Und ja, das kann ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Ich habe außerdem, was haben wir noch leer gemacht, von Oral-B dieses Superfloss. Das ist speziell dafür gut, wenn ihr so größere Zahnlücken habt, Brückenkronen und so weiter. Ganz toll, kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann habe ich hier von Schwarzkopf dieses Perfect Mousse aufgebraucht und benutzt. Und genau, ja, benutze ich auch immer die gleiche Farbe. Also das ist hier dieses helles Schokobraun. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe sogar ein zweites davon leer gemacht. Oha. Ja, sogar ein drittes? Nee. Ich glaube, das ist aus dem letzten Monat. Also, ihr seht, ich habe es aber auf jeden Fall nochmal leer gemacht. Ich zeige euch jetzt nur zwei. Ich glaube, das eine habe ich euch letzten Monat einfach nur vergessen zu zeigen. Und ich habe hier von Isana diese Wattepads leer gemacht. Die sind 100% Bio, aus 100% Bio-Baumwolle. Die mag ich ganz gerne, gerade wenn ich sehr glitzerige oder Pigmente auf dem Augen trage, dann benutze ich das sehr, sehr gerne. Einfach damit es halt nicht in den Wasserkreislauf kommt, ne? Gerade bei so Glitzersachen und so weiter, finde ich, ist das immer wichtig, wenn man das so ein bisschen separat irgendwo, ja, trennt und dann kommt das halt in den Müll. Das kennt ihr natürlich alle, ne? Das ist mein allerliebstes Augen-Make-up-Entferner-Zeug. Auch von Isana liebe ich wirklich sehr, kann ich nur ans Herz legen. Für mich das beste Augen-Make-up-Entferner-Zeug, was es aus der Drogerie gibt, für wenig Geld. Ich glaube nur 99 Cent. Manchmal ist es, ich glaube, nee, kostet es 1,49 oder so im Standardpreis. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich kaufe es mir jedenfalls immer nach. Ich glaube, ich habe bestimmt mehr leer gemacht als dieses eine hier. Aber stellvertretend zeige ich euch das. Dann hatte ich was leer gemacht und zwar von Green Darling. Alle, die mir hier schon länger folgen, wissen, dass ich Green Darling super, super oft schon aufgebraucht habe. Das ist hier das Bakiol, also Bakiol-Creme mit Vitamin C. Benutze ich immer abends und vertrage ich sehr gut. Und gerade wenn ich merke, hey, bei mir zeigen sich dann so leichte Pickelchen oder sowas, dann gehen auch die Pickel meistens auch immer recht schnell wieder weg. Das ist, wie gesagt, hier in Deutschland hergestellt, vegan. Und so weiter. Also ganz tolle Marke, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, aktuell haben die auch einen Rabattcode von 30%, weil Black Friday ist. Genau, ja, tolles Produkt auf jeden Fall. Und dann habe ich hier, oioioioi, bei mir klappert es hier. Ich habe etwas leer gemacht und zwar das hier. Das ist so ein Duft gewesen und ja, der ist jetzt leer, ne?
Das ist jetzt, da ist es. Ja, das habe ich leer gemacht. Ich muss aber gestehen, fand ich jetzt nicht so besonders gut. Das war jetzt auch nicht so teuer. Aber ich muss sagen, mir hat das nicht so gefallen, weil der Duft, der war so ein bisschen, ja, frisch irgendwo, frisch und ein bisschen blumig. Aber der hat nicht lange auf der Haut gehalten. Also definitiv kein Nachkaufprodukt. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Aber ja, also weiß ich nicht. Fand ich nicht so dolle. Dann habe ich hier nochmal von Green Darling dieses Hyaluron Serum leer gemacht. Da ist es. Ja, das mag ich auch richtig, richtig gerne. Also ein tolles Produkt. Das benutze ich halt immer in Kombination entweder mit dem Bakiol oder eben mit der Hyaluron-Gesichtscreme. Mag ich super, super gerne. Also seitdem habe ich auch eigentlich keine trockene Haut mehr. Und also auch im Winter nicht. Und ah, das ist so toll. Ganz, ganz großartiges Produkt. Genau, habe ich auch leer gemacht. Dann habe ich noch was leer gemacht von Isana. Das sind diese, ja, Wattestäbchen, auch aus 100% Baumwolle. Mag ich sehr, sehr gerne. Kaufe ich immer wieder nach. Wie gesagt, super viele drinne. Aber tolles Produkt, also kann ich wirklich nur empfehlen. Dann hatte ich hier von Balea eine Handcreme quasi leer gemacht. Ich gucke mal, dass ich euch die irgendwie gezeigt bekomme. So sieht die aus. Ihr seht, ich habe die schon richtig runtergerockt. Ich fand die ganz gut. Die hat die Hände gut gepflegt. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch endlich mal wieder eine neue Handcreme geholt. Ja, die hat einen guten Job gemacht. Würde ich mir die nachkaufen? Ja, vielleicht. Ich fand sie jetzt nicht wow. Aber eben auch nicht schlecht. Ja, sie war okay. Genau. Dann habe ich hier, das habe ich mir extra aufgehoben dafür. Ich habe nämlich ein, ja, wie nennt sich das? Eine Pinselseife leer gemacht. Die von Andrea. Die kaufe ich mir nämlich bei Andrea immer. Und die habe ich leer gemacht. Also Pinselseife ist auch leer. Dann habe ich noch eine Mascara für meine Verhältnisse leer bekommen. Also da kommt wirklich nichts mehr raus. Das ist die Extreme Waterproof Mascara von Aiden. Man sieht es hier kaum noch, aber es ist von Aiden Cosmetics und oder Aiden Make-up. Es ist immer noch verfügbar, bin ich der Meinung, bei Make-up Store. Und da habe ich mir die auch letztes Mal nachgekauft. Wie gesagt, wasserfest, die hält meinen Schwung. Ich mag die wirklich sehr gerne. Ich kombiniere die immer super gerne. Benutze das als erste Schicht und dann benutze ich meistens noch eine Mascara von Essence oder sowas. Aber das ist definitiv eine große Empfehlung, wenn ihr da mal schauen wollt. Und dann habe ich noch ein Zahnpulver leer gemacht. Das ist hier von Lebenskraft pur gewesen. Das habt ihr bei mir auch bestimmt schon ganz oft gesehen. Und zwar ist das hier mit, ja, meine Kamera bzw. das Handy nipp, visiert es einfach nicht an. Das ist ein Zahnpulver. Das ist tatsächlich, ja doch, jetzt sieht man es, ne? Das ist von Dr. Karin Bender. Gonsa kreiert worden und das ist halt mit Kurkuma und Pfefferminz. Und das Zeug ist so, so gut. Also, wenn ihr irgendwie Zahnfleischprobleme habt oder sowas, das ist ultra natürlich von den Inhaltsstoffen, ihr seht es. Und das kann ich echt nur ans Herz legen. Ich finde das so großartig. Ganz, ganz toll. Ja, also macht ein ganz tolles Ergebnis. Mag ich wirklich super, super gerne. Dann habe ich hier noch eine Zahnbürste quasi. Naja, aufgebraucht kann man ja nicht sagen, ne? Aber die habe ich jetzt lang genug benutzt. Ihr seht, die hat auch ein bisschen Farbe von dem Kurkuma-Zahnpulver angenommen. Die ist hier mit Aktivkohle bei den Borsten. Aber die musste ich jetzt einfach aussortieren, weil die hatte ich, glaube ich, schon über 6 Wochen in Benutzung. Und dann sortiere ich meine Zahnbürsten halt auch immer aus. Einfach damit sich nicht so viele, naja, nicht förderliche Bakterien daran sammeln können. Habe ich hier noch einen Bürstenkopf von Oral-B. Auf jeden Fall auch noch jetzt aussortiert, weil ich einfach auch da finde, es darf einfach auch gehen. Ne? Wie gesagt, hatte ich auch ziemlich lange in Benutzung. Deshalb geht das dann auch aus dem Ganzen. Dann hatte ich hier von Make-up Coach noch ein Puder. Das kaufe ich mir super gerne nach. Habe ich aktuell gar nicht mehr da. Oh, ich brauche es unbedingt wieder. Ja, von Make-up Coach. So sieht's aus. Sieht natürlich jetzt ein bisschen abgenudelt aus. Das ist hier das. Tadam, hallo. Da seht ihr's. Das ist das Elfenpuder. Und das mag ich ultra, ultra, ultra gerne. Habe ich so lieben gelernt. Aber aktuell benutze ich dann halt ja andere Puder, die ich noch so da habe. Und ja, ist dann halt so.
Aber das muss ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Also ganz, ganz tolles Produkt. Macht wirklich ein tolles Ergebnis. Gerade wenn ihr sehr helle Haut habt, pudert das so gut nach. Das ist so fein. Das ist so, das betont die Poren nicht oder so. Oh, ich liebe das einfach. Das ist so gut. Ja, und dann haben wir noch was. Ach ja, ich habe tatsächlich noch etwas. Das habe ich fast vergessen. Zeige ich euch jetzt aber nur mal so ein bisschen von hinten. Und zwar, das ist so eine, ja, so ein Köpfchen hier von so ein, ja, von Wilkinson. Ja, so ein Intuition-Rasierkopf. Den habe ich jetzt auch endlich mal, ja, so abgenudelt benutzt, dass ich den auf jeden Fall jetzt auch entsorgen kann. Dann habe ich hier noch von Apacare. Das, also wenn ihr mir hier schon länger folgt, dann wisst ihr, Apacare und ich, große Liebe, zumindest diese Repair-Creme, weil die ist ohne Fluorid. Da gibt es noch so eine grüne Creme. Das ist dann aber so eine, ja, so eine Zahnpasta, die ist aber mit Fluorid, die kaufe ich mir nicht nach. Aber die hier, die habe ich mir jetzt erst wieder nachgekauft. Das ist dieses Repair-Gel. Und wenn ihr wirklich Probleme, ja, mit Zahnfleisch oder irgendwas habt, ist das wirklich ganz toll. Habe ich gut aufgebraucht und benutze ich super gerne. Große Empfehlung, wenn ihr auch mit Zahnschmelz Probleme habt oder so Kreidezähne, das gibt es ja auch, ne? Oder kariesanfällige Zähne habt. Tolles Produkt, große Empfehlung. So schnell ging das wieder mit dem Aufgebrauch. Ich sag's euch, ich fand das diesen Monat wirklich wenig, was ich aufgebraucht habe. Aber das ist manchmal so. Ne? In einem Monat benutzt man wenig oder etwas weniger und es verlagert sich auf den nächsten Monat. Also ich hoffe, dass es im Dezember wieder ein bisschen mehr bei mir wird. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, denkt dran, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten habt euch auf jeden Fall wohl, bleibt gut zu euch, bleibt vor allem auch gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens Sonntag in einer Woche wieder und ich hoffe natürlich ein wenig früher mit einem Bye-or-Bye-Video. Und ansonsten wünsche ich euch einfach alles Gute und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Wenn ihr Weihnachten, wie gesagt, feiert, dann wünsche ich euch das von Herzen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin!